Christian Fasnacht, ihr seid jetzt auf Dänemark gereist. Wie seid ihr hier angekommen? Sehr gut, schönes Wetter, Temperatur stimmt, der Platz ist top. Also wir sind ja, gut empfangen worden hier. Jetzt hier im Stadion ein Training absolviert. Was ist der erste Eindruck? Ja, der Platz ist ein bisschen kleiner, als wir uns gewöhnt sind. Er ist aber ja, in sehr gutem Zustand. Der Rasen ist sehr gut. Aber ja, wie schon gesagt, er ist ein bisschen schmäler, als wir uns gewöhnt sind von Bern. Und auf Naturrasen? Ja, das ist natürlich der Hauptunterschied. Aber wir haben jetzt, seit wir angefangen zu trainieren, ununterbrochen auf Rasen trainiert. Von dem her ist das gar kein Problem für uns momentan. Wir sind uns das gewöhnt. Es ist auch schön, dürfen auf Rasen zu spielen. Die Bälle sind aber auch etwas anders. Das ist so, ja. Mit denen haben wir jetzt noch nie gespielt. Aber auch die, muss ich sagen, die sind hervorragend. Von dem her ja, ist alles parat für ein super Spiel. Wie ist jetzt das Gefühl? Kribbelt es schon ein bisschen? Ja, langsam schon, ja. Es ist ein K.O.-Spiel, es ist nur eine Partie, es gibt ja, nur eins zu gewinnen. Von dem her, wenn man sich das langsam vor Augen führt, wird man schon also nicht nervös im Sinne von Angst, sondern einfach eine positive Nervosität, die es auch braucht. Ja, es sind immer schöne Spiele, solche europäische Partien. Was habt ihr noch vorgemacht für das Spiel? Ich verrate, es gibt noch eins, einen Sieg. Es lohnt sich da nicht irgendwo taktisch ausprobieren. Es ist nur ein Spiel. Du kannst nicht sagen, du tust dann versuchen, zu Bern noch auszubessern. Ja, von dem her werden wir sicher nicht auf Teufel komm raus alles nach vorne schiessen, aber es sind 90 Minuten und wir werden sicherlich in die nächste Runde kommen.